Wir wollen Billigschlauchboot fahren. Billigschlauchboot. 10 Euro Billigschlauchboot. Und wir haben hier vorne einen Fluss gefunden. Aber der ist viel zu klein. Das heißt, wir müssen noch ein paar Kilometer laufen, ja, Mann, damit wir eine verfertigte Stelle finden. In die Richtung. Wo wir im Winter Billigboot fahren können. Mit einem 10 Euro Billigschlauchboot. Ich bin gespannt, ob wir kentern. Ich bin gespannt, ob wir ersaufen. Wir müssen auf jeden Fall ganz weit laufen, bis wir so eine Stelle vom Fluss gefunden haben, der fett ist und nicht so klein wie davor. Der muss richtig fett sein. Der muss übergewichtig, dieser Fluss sein. Und nicht so mager. Guck mal, wir sind gerade bestimmt 2 Kilometer gelaufen. Und hier vorne ist dieser Fluss. Der ist immer noch zu klein. Aber der ist größer als wie vorhin. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Wege dahin, dass wir den Fluss in Größe fett finden. Dass wir da den Boot da reintunken können. Genau, damit wir da drauf Boot fahren können. Billigschlauchboot. Möchtest du auch so einen Billig-Snickers haben? Natürlich, Alter. Vielen Dank. Der ist richtig billig. Der hat noch nicht mal 2 Euro gekostet. Mann. Der schmeckt voll cool. Der ist empfehlenswert. Der hat uns in Sizilien gefehlt. Ja. Wo wir auf dem Vulkan drauf waren. Das ist Ding. Richtige Matrosennahrung. Hier ist einfach wieder gar nichts, Mann. Guck dir das an. Wo laufen wir rum? Du musst die ganze Zeit diese Tüte mit dem schweren Boot tragen. 2 Paddel, Boot. Hier ist der ganze Scheiß drin. Guck mal, meine Finger. Sieht man das? Das sieht man wahrscheinlich nicht. Hier bilden sich schon überall Blasen von dem Scheiß. Wir wollen Boot fahren und nicht hier rumlaufen, Idioten. So muss das sein. Das muss richtig dumm sein eigentlich. Ja. Jeder muss sich am Bildschirm jetzt denken, was treiben die da? Sind die dumm? Warum fahren die nicht woanders hin? Hä? Wieso fahren die nicht direkt zum Fluss? Haben die sich nicht vorher erkundigt? Wir sind irgendwo und nirgendwo. Wir haben nur über Google Maps geschaut und haben gedacht, dass dieser Fluss dort größer ist. Sind das erwachsene Menschen oder sind das Kinder, die keine Ahnung haben? Und 4 Kilometer oder 4,5 Kilometer vielleicht, da kommt ein Ort, wo Einkaufsladen gibt. Da sind wir gespannt, ob da hinten der Fluss größer ist. Ob der Fluss mehr Fett dran hat. Ob der erwachsen geworden ist. Bis dahin. Ich hoffe, der Fluss ist noch schmaler. Dass wir noch weiter laufen müssen und leiden. Das ist die langweiligste Bootsfahrt, die ich je gemacht habe. Und wir haben, glaube ich, noch bestimmt so 1 Kilometer oder 1,5 Kilometer bestimmt. Ja. Bis zum nächsten Einkaufsladen, wo wir erstmal Essen kaufen gehen können. Und wir sind locker 7 oder 8 Kilometer jetzt gelaufen? Ja. Das sind wir alles mit dem Bus vorher gefahren. Wir sind umsonst Bus gefahren, das war voll scheiße. Ich wäre ein Stück Gehirn. Mit einer verschimmelten Hirnhaut dran. Gehirn, 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 Hirnhaut, Gehirn, verschimmelt, Hirnhaut, Gehirn, 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 Hirnhaut, Pilze, Schwarzschimmel, Hirnhaut, Fettzellen, Fettzellen, erwachsene Fettzellen. Guck mal, da vorne stinkt das nach Kuhstall. Das ist richtig geil. Kuhfleisch hat Kreatin. Geprost. Ich grüße Janaya. Ich grüße Hagebuttene 94. Ich grüße Bodenkraut. Ich grüße Manuel Urban. Und ich grüße Unbekannt. Ich weiß zwar nicht warum, aber da steht, Kanal wurde gelöscht drauf. Und ich weiß den Namen nicht. Deswegen vielen Dank an Unbekannt. Und vielen Dank an alle anderen für den Support. Ich bin eine Prostituierte. Steckt mir den Schein in die Ritze. So, wir sind hier bei NP angekommen. Hier werden wir erstmal was einkaufen gehen. Und hier gibt es sogar einen Bäcker zum Frühstücken. So, Frühstück ist fertig. Guter Kaffee. Gutes Brötchen. Wir haben gerade gefrühstückt. Das war richtig geil. Mit Kaffee und Brötchen. Und jetzt sind wir wieder auf der Suche nach dem Fluss. Wir sind sehr gespannt drauf, ob der dort fetter ist. Dass wir dort drauf Boot fahren können. Wir sind richtig gespannt drauf. Das wird gleich so richtig geil sein. Wir haben den Fluss gefunden. Und wir sehen auf jeden Fall, dass dieser Fluss immer erwachsener wird. Das ist sehr gut. Das ist ein gutes Zeichen.
Aber der ist doch nicht erwachsen genug, damit wir da drauf Boot fahren können. Er ist auf jeden Fall immer noch zu flach. Das ist voll scheiße. Der Boot wird kaputt gehen, wenn wir da drauf jetzt Boot fahren würden. Also dieser billig, 10 Euro billig Schlauchboot. Und deswegen müssen wir weiterlaufen. Oder vielleicht fahren wir gleich Bus, falls eine Busverbindung hier ist. Aber auf jeden Fall müssen wir weiter und nach Richtung da hinten hin irgendwie hinlaufen. Oder fahren, je nachdem. Prüfen, ob wir irgendwann einen Erwachsenenfluss treffen, der fett genug ist, damit wir Schlauchboot fahren können. Billig Schlauchboot. So, da vorne ist die Bushaltestelle und wir haben hier eine Bank gefunden. Der nächste Bus, der kommt erst in 3 Stunden. Das ist voll scheiße und dann wird's dunkel. Das ist richtig beschissen. Und warum steht hier nicht Pi drauf oder Urin oder so? Urine, also hier auf Englisch ausgesprochen. Bei Nature. Das passt einfach nicht zu mir. Das haben die falsch aufgedruckt. Wir könnten noch eine Ferienwohnung nehmen. Da ist ein Schild Ferienwohnung. Auf gar keinen Fall. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Warum regnet das jetzt plötzlich? Das ist voll scheiße. Mein Schlafsack wird auch hier nass. Das ist voll scheiße. Das heißt, wir sollten lieber, glaube ich, da vorne in die Bushaltestelle rein. Da gibt es keine Bank. Das ist voll scheiße. So, wir sind hier an dieser Bushaltestelle, wo Dach ist. Und es regnet immer noch. Und unsere ganzen Sachen sind hier total durchtropft und durch irgendwie, naja, nicht durchnässt, aber so ein paar Tropfen sind angekommen. Angenieselt. Ja, genau. Das hat uns ein bisschen nass gespritzt, das war voll scheiße gewesen. Dieses Wetter muss weg. Da drüben, ach scheiße, da vorne ist die Sonne. Wir brauchen Starkregen. Guck mal, es hagelt hier rum, aber so richtig. Die Hagelkörner, die tun weh. Und da vorne, da pinkelt der Herr Goldmann rum. Der versucht da zu pinkeln, hier unter diesem Hagel. Das ist ein richtig beschissenes Scheißwetter dafür. Aber so richtig. Das ist ein richtiger Sturm hier. So ein richtiger Hagel. Der Hagel muss weg. Ich hoffe, der Blitz schlägt genau in meinen Pickel ein. Hier vorne, wo Regen ist, da sind 2 Regenbogen. Die sind komplett sogar. Die sind richtig geil. Die sind richtig fett und leuchtend. Aber der zweite, der ist doch viel zu blass. Der muss fetter werden. Und genauso beleuchtet sein wie dieser erste. Der ist richtig am Ableuchten, Alter. Ja. Wahnsinn. Das wäre eigentlich das perfekte Foto. Das wäre perfekt für dieses Hausfoto, wenn man das verkaufen will oder so. Der Regenbogen ist weg und wir sitzen jetzt gerade auf diesen Mülltüten drauf, weil diese Bank ist immer noch nass und dafür sind diese Mülltüten geeignet. Also die sind nicht geeignet dafür, für das hier, um da drauf, um die hier dafür zu benutzen, sondern die sind nur zum Sitzen und für andere Sachen geeignet und sonst für nichts anderes. Guck mal, da vorne ist ein Pferd, ohne Besitzer. Der rennt hier rum. Was macht das hier? Warum? Warum läuft hier ein Pferd rum? Ja, aber warum? Warum läuft hier ein Pferd hier rum? Was macht das hier? Das ist eine richtig geile Ortschaft. Jetzt langsam gefällt es mir hier. Und da hinten kommt der Mensch angerannt, glaube ich. So, da vorne ist unser Bus. Wir haben hier stundenlang gewartet und da vorne ist der Bus angekommen. Richtig geil. Wir sind im Bus. Jetzt werden wir eine halbe Stunde Bus fahren. Ja. So, der Bus ist gerade weggefahren und hier vorne ist eine Bushaltestelle und das ist eine richtig geile, robuste Bushaltestelle. Ich glaube, das wird unser Schlafplatz werden. Genau, hier pennt der Herr Goldmann und ich penne genau hier. Das wird richtig geil sein. Das ist die geilste Bushaltestelle überhaupt. Die ist richtig geil robust. Die kann ich nur empfehlen. Hier gibt es sogar Wände. Ich frage mich, warum nur in Dörfern so eine geilen Bushaltestellen herrschen. Die sind richtig geil. Ich liebe Dörfer. Die haben hier richtig geile Bushaltestellen. Auf sowas werden wir heute pennen. Es ist Vollmond, Alter. Kannst du ihn erkennen? Ist eine Kamera? Boah, guck mal, was hast du für eine Kamera? Ja, da vorne ist Vollmond.
Du wirst heute kalte Füße vielleicht bekommen. Ich nicht. Ich habe 4 Paar Socken an. Füße passen kaum in die Schuhe rein. Ich habe nur ein Paar Socken an. Die musst du die komplett öffnen. Eins, zwei, drei, vier. Alles Puma, Alter. Puma, 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 Puma. Ich nicht. Ich habe nur ein Paar Socken an und mir ist nicht kalt. Du versuchst jetzt gerade dein Schlafsack zu entlösen, damit du dich da reinlegen kannst. Noch nicht reinlegen, aber ich will ihn schon mal öffnen und entfalten. Ich habe mal in einem Tutorial gesehen, man soll ihn entfalten, bevor man hineinschlüpft. Und da ich ja sehr outdoor-unaffin bin und überhaupt gar keine Abenteuer gewohnt bin, halte ich mich natürlich ans Tutorial, an die Spielanleitung. Das Setup ist für Profis gedacht. Tatsächlich ist es ein Profi-Setup, oder? Ja, irgendwie so. So für Amateure ist eigentlich so in den Laden gehen und sich monatelang den perfekten Rucksack aussuchen und dann doch nicht rausgehen. Ja. Wie ins Fitnessstudio anmelden und nicht hingehen. Ja, ich glaube, das ist ein Profi-Setup, aber ich glaube, dein Schlafsack ist nicht warm genug. Ja, ich habe den gewaschen. Das, ich glaub, das ist das Problem. Sehr, sehr großer Fehler. Ah, aber der hat gestunken, Alter. Ich habe den nämlich richtig misshandelt draußen. Dann ist das Problem, hier sind noch so Ecken, die man nicht durchs Loch gezogen kriegt. Aber ich habe ihn gleich. Boah, das ist ein Kampf, Alter. Hier, guck mal, diese Ecken. Noch. Das ist ein richtig... Also, hier musst du wirklich Profi sein für sowas. Das reißt mir die Fingernägel runter. Dann sind sie... Oh, ich hab's geschafft. So macht man das. Ich bin ein wahrer Knotenmann. Wie fandest du es eigentlich, dass ich heute es geschafft habe, Hagel vom Himmel fallen zu lassen? Das fand ich sehr, sehr cool. Und hier vorne sind ganz viele Häuser und so weiter, die uns beobachten. Die vielleicht oder vielleicht auch nicht. Aber wir werden hier pennen. Ich hoffe, wir waren hier nicht weggescheucht. Wie viele Leute kennst du, die im Februar bei Minusgraden in Bushaltestellen auf irgendwelchen Dörfern schlafen? Ich kenne niemanden. Ich kenne 2. Wir sind wach. Wir haben hier in dieser Bushaltestelle hier gepennt. Das war richtig geil gewesen. Hier auf dieser Bank. Das ist eine richtig geile Bushaltestelle zum Übernachten. Weil diese Bushaltestelle hat hier Schutz. Weil das ist eine richtig geile, ruhige Gegend. Hier war kein Mensch. Ich hatte einen Superblock. So ein Gassigeher. Und vielleicht nur ein Autofahrer ist vorbeigefahren, wie auch nicht. Sonst war hier alles ruhig. Das war richtig geil gewesen. Das war der beste Schlafplatz des letzten Jahrzehnts. So, hier haben wir gepennt. Das war ein richtig geiler Schlafplatz gewesen. Genau, hier hat der Herr Goldmann drauf gepennt und ich habe genau hier drauf gepennt. Und ich habe gerade Akkus aufgeladen. Und hier, Herr Goldmann hat den Billigschlafboot schon aufgeblasen, weil der Fluss ist in der Nähe und Herr Goldmann hat das kurz begutachtet und der Fluss, der ist erwachsen genug, um da drauf schwimmen zu können. Richtig. Mit dem Schlauchboot. Und das ist ein richtig eiskaltes Wasser. Ja. Auch diese Scheißluft ist hier voll kalt. Es war gefroren heute Morgen. Das ist voll scheiße. Es wird richtig geil. Ich hoffe, es stürmt gleich noch. Das wird aber sehr eng sein mit diesem Billigschlauchboot. Ja. Sind wir eher Piraten oder sind wir eher Frachtschiffcontainer, also Containerkapitäne? Fracht. Die Sachen sind gepackt und jetzt gelaufen wir zum Fluss. Ich bin gespannt drauf, ob da eine Begutachtung okay ist. Von der Flussbreite, dass da mehr Wasser drin ist. Ja, ja, doch schon. Plus Schild, so wie du es dir gewünscht hast. Absolutes Träumchen. So geil. Nur wenige 100 Meter, dann sind wir beim Fluss angekommen. Wir sehen schon die Brücke. Und das Flussschild von hier aus. Ich hoffe nicht, dass wir an dieses kalte Wasser kentern. Ich hatte zu wenig Wechselsachen dabei. Das ist das Dümmste, was man in dieser Jahreszeit machen kann. Im Februar, Aufnahmedatum. Also wir haben jetzt Aufnahmedatum Februar. Ich glaube, noch dümmer wäre es, wenn wir Nietengürtel tragen würden. Von hier aus bis Salzwedel sind, keine Ahnung, 16 Kilometer oder so. Und so weit wollen wir mit diesem Billigschlauchboot fahren. Mit diesem verbilligten Billigschlauchboot. 10 Euro hat das gekostet. So, wir haben den Fluss gefunden. Das wird gleich auf jeden Fall eine richtig dumme Aktion sein. Das wird richtig geil. Und genau hier vorne ist dieser Fluss. Da ist zwar ein bisschen Strömung drin,
Aber der ist, glaube ich, vielleicht nur knietief oder so. Das ist sehr gut. Das heißt, falls wir kentern sollten, dann müssen wir nicht komplett schwimmen. Aber die Strömung ist schon dolle. Da ist schon ein bisschen viel Strömung drin. Ja, Mann. Das ist richtig geil. Ich hoffe, sie reißt mir die Unterhose vom Leib. Ja. Oh, Scheiße. Hier oben geht's zur Fortsetzung der Bootstour, falls dieses Video bereits veröffentlicht sein sollte. Und hier geht es zu dem Video, wo ich mit dem Herrn Goldmann im Schlaf von der Flut überrascht wurden, wir uns auf einer Insel retten mussten und eine weitere Nacht nicht von der Insel runterkamen. Schaut euch unbedingt beides an.